Die Lösung für unser ja doch recht dramatisches Luxusproblem ist eben, dass wir die Rolle der Auslastung im keynesianischen Modell uns ein bisschen genauer anschauen und den Grad der Auslastung in der Ökonomik eben explizit modellieren. Das heißt, wir möchten hier mit dem U den Anteil der tatsächlichen an der potenziellen Auslastung der Ökonomie explizit modellieren. Sprich, wir müssen uns fragen, wie passen die Entrepreneure die Auslastung U an die ökonomischen Umstände an. Ja, wenn wir dafür müssen wir das ist quasi die Frage, die wir hier beantworten müssen. Und wenn wir uns bei solchen Sachen irgendwie unsicher sind, dann macht es immer mal Sinn, auf die empirischen Daten zu gucken und mal zu schauen, wie denn zum Beispiel die Arbeitsproduktivität und Kapitalproduktivität sich auf Änderungen in den ökonomischen Umständen anpassen. Man sieht dann, dass die Reaktion von der Arbeitsproduktivität auf Änderungen im ökonomischen Umständen, sprich zum Beispiel in einer Rezession, deutlich geringer ist als die Reaktion auf die Kapitalproduktivität. Hier mal Beispiel Finanzkrise 2007 bis 2009. Wir sehen jetzt hier natürlich, das ist wie immer, es stimmt nicht überall. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland haben wir hier eine relativ gleiche Anpassung. In allen anderen Ländern, Frankreich, Griechenland, Italien, Schweden, USA, sehen wir aber, dass die Anpassung der Kapitalproduktivität immer deutlich, Quatsch, dass die Reaktion der Arbeitsproduktivität deutlich geringer ist als die Reaktion der Kapitalproduktivität. Und daraus ergibt sich dann eben auch die Annahme, dass man in keynesianischen Modellen davon ausgeht, dass sich die Kapitalproduktivität verändert, aber die Arbeitsproduktivität eben mehr oder weniger gleich bleibt. Wir gehen davon aus, dass quasi die potenzielle Kapitalproduktivität weiter durch unseren Parameter Rho gegeben ist und die tatsächliche Kapitalproduktivität eben, indem wir sie mit der Variable U multiplizieren. Daraus ergeben sich jetzt einige Dinge und alles, was wir jetzt in den nächsten Schritten machen werden, ist, dass wir uns die Implikationen von dieser Anpassung hier auf die einzelnen Gleichungen im Conventional Wage Share Modell genauer angucken. Zum Beispiel wissen wir ja, dass wir, wenn wir die Kapitalintensität uns anschauen wollen, also die ursprüngliche Definition von der Kapitalproduktivität, die wir ja hatten, war ja die Arbeitsproduktivität geteilt durch die Kapitalintensität. Das können wir umstellen, indem wir die Kapitalintensität angeben als die Arbeitsproduktivität geteilt durch die Kapitalproduktivität. Und daraus ergibt sich natürlich, dass sich dieser Ausdruck jetzt hier ändert. Wir müssen nämlich hier jetzt natürlich auch dieses U in der Definition der Kapitalintensität berücksichtigen. Nicht alle Variablen werden auf die Art und Weise davon betroffen werden. Ja, die Lohngleichung zum Beispiel, die bleibt genauso wie vorher. Und für die Konsumgleichung, da müssen wir uns aber, da müssen wir berücksichtigen, dass die von der tatsächlichen Kapitalproduktivität abweicht. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen diese beiden Sachen hier berücksichtigen, dann müssen wir natürlich müssen wir unseren Wachstumsverteilungsplan anpassen. Wir hatten jetzt hier, wie gesagt, für die Lohngleichung hatten wir vorher diesen Ausdruck. Und diesen Ausdruck, den müssen wir anpassen auf Basis von dem, was hier oben gestanden gestanden hat. Wir passen das nämlich an, indem wir es durch diesen Ausdruck hier ersetzen. Wenn Sie sich wundern, okay, wie kommen wir zu diesem Ausdruck, dann schauen Sie sich doch den hier einfach mal an, multiplizieren Sie den mal aus oder multipliziert den mal aus, dann haben wir hier nämlich stehen x minus xv. Oho. Und dann sehen wir hier genau diesen Teil von hier oben. Ja? Also das heißt, so gehen wir jetzt hier vor. Wir müssen diese ganzen Gleichungen eben dementsprechend anpassen. Jetzt habe ich übrigens auch gerade hier Käse erzählt. Wir haben natürlich ja, diesen, also das V.
ergibt sich aus dem hier. Und wir haben diesen Teil von hier oben. So, jetzt habe ich die Slides aber tatsächlich schöner gemacht, aber ich hoffe, es ist irgendwie klar geworden, wie sie jetzt auf diese Gleichung gekommen ist. Genauso gehen sie auch vor bei der Konsumgleichung, wo wir eben vorher hier den folgenden Ausdruck hatten und hier eben auch die Änderungen einfach anpassen und dadurch auf diesen Ausdruck hier kommen, zentral wieder das UP hier unten. Jetzt höre ich hier aber auf, irgendwie Ihnen die Slide oder euch die Slide voll zu schmieren und fokussiere mich lieber vielleicht darauf, wie man sich das einfach grafisch angucken kann. Dann kann man nämlich auch dieses zentrale Rolle der Kapitalauslastung im Sinne von Demand Constraint Growth nochmal genauer darstellen. Wir haben ja hier unseren Wachstumsverteilungsplan und den können wir grafisch betrachten, ne, wo wir hier auf der Y-Achse die Löhne bzw. den Konsum haben und auf der X-Achse die Profite bzw. die Wachstumsrate des Kapitals. Standardmäßig haben wir hier eben auf der Y-Achse die Arbeitsproduktivität aufgetragen und auf der X-Achse die Kapitalproduktivität. Diesen Zusammenhang hier, eben den müssen wir anpassen, wenn wir keine vollständige vollständige Auslastung mehr haben. Dann verschiebt sich nämlich diese Kurve hier logischerweise nach links, weil der Schnittpunkt hier unten dann eben nicht mehr roh ist, sondern U mal roh. Und dadurch zeigt sich auch, warum sich jetzt hier plötzlich ganz neue Optionen für das Wachstumsmodell bilden. Stellt euch mal vor, wir befinden uns hier in dem Punkt A. Was jetzt plötzlich passieren kann, ist, dass die Profitrate, die ja hier auf der X-Achse abgetragen wird, dass sich die Profitrate erhöht, ohne dass wir eine Änderung des Lohns haben. Nämlich, es kann nämlich einfach sein, dass sich die Auslastung erhöht. Ja? Das ist eine Möglichkeit, die war vorher gar nicht da. Wenn die Auslastung 100% ist, dann war es unmöglich, dass sich die Profitrate ändert, ohne dass sich auch der Lohn verändert. Genauso kann es auch sein, dass der Lohn steigt, ohne dass sich die Profite verändern. Auch das war vorher unmöglich. Es war unmöglich, dass der Lohn sich verändert, ohne dass sich auch die Profite verändern. Sprich, wir haben jetzt in diesem Modell hier, und da zeigen sich auch die Ursachen für viele politische Diskussionen, dieses Modell gibt einem plötzlich völlig neue Möglichkeiten, auch Einfluss auf die funktionale Einkommensverteilung zu nehmen. Für die Definition hier der Profitrate bedeutet das natürlich, dass die tatsächliche Profitrate jetzt, dass es für die tatsächliche Profitrate tatsächlich auch eine Rolle spielt, welchen Wert wir hier für U haben. Das bedeutet, die tatsächliche Profitrate ist jetzt auch von der Auslastung abhängig. Das ist aber keine große Umstellung. Wir hatten ja hier die alte Formulierung. V ist gleich Pi multipliziert, oder Lohnquote multipliziert mit Profitquote multipliziert mit der Kapitalproduktivität. Was wir hier einfach machen, wir multiplizieren das einfach mit der Auslastung, dann haben wir unsere neue Gleichung für die Profitrate. Das wiederum jetzt hier, diese Profitrate, die war ja auch wiederum Teil von der Investitionsfunktion, die wir vorher hatten. Bedeutet natürlich jetzt für diese Interpretation, dass wir die erwarteten Profite gleichsetzen mit den tatsächlichen Profiten, dass die Entrepreneure die zukünftige Profitrate vorhersagen auf Basis der aktuellen Auslastung und der Lohnquote. Und in dem Moment, wo wir quasi das so formuliert haben, also diese ganzen Anpassungen vorgenommen haben, haben wir auch unser Problem von vorher gelöst. Jetzt haben wir nämlich dadurch, dass wir die Auslastung explizit als endogene Variable mit berücksichtigen, genauso viele endogene Variablen wie Modellgleichungen, und die Modellgleichungen sind auch derart formuliert, dass sie zu den endogenen Variablen passen. Sprich, also das, was wir jetzt in den letzten Slides gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir führen die Auslastungsrate als neue endogene Variable hinzu und wir gehen jetzt durch alle Modellgleichungen, die wir vorher schon hatten, und passen sie so an, dass diese neue endogene Variable darin auch angemessen berücksichtigt ist. Und wenn wir das uns jetzt hier nochmal zusammenfassend angucken,
dann wird es jetzt auch hier deutlich, dass wir zum einen genauso viele Modellgleichungen haben, wie wir endogene Variablen haben. Was wir hinzugefügt haben im Vergleich zum Conventional Weight Share Modell, wir haben hier eben die Auslastungsrate als zusätzliche endogene Variable hinzugefügt und wir haben quasi hier jetzt unterschieden bei den endogenen Variablen zwischen dem Wachstum des Vermögens und dem gewünschten Kapitalwachstum. Das hier ergibt sich eben aus diesem Kernfeature von den keynesianischen Wachstumsmodellen, nämlich dass die Investitionsentscheidung explizit von den Entrepreneuren getroffen wird und unab oder koordiniert sein muss oder unabhängig ist, nicht unabhängig ist, aber quasi separat getroffen wird mit den Sparentscheidungen von den Kapitalistinnen. Daraus ergibt sich dann eben auch hier, dass sich einige von den Gleichungen leicht unterscheiden im Vergleich zu ihrer Formulierung im Conventional Wage Share Modell und insbesondere, dass wir insgesamt natürlich zwei Gleichungen mehr haben. Ansonsten hat sich hier insgesamt nicht so viel Fundamentales verändert, worauf ich nochmal darauf hinweisen will, dass wir hier diesen neuen exogenen Parameter hinzugefügt haben für die Animal Spirits, also für die Intensität, wie sozusagen die Entrepreneure auf Änderungen in der erwarteten Profitrate reagieren. Ansonsten war es das aber jetzt quasi. Das ist die Grundstruktur von dem keynesianischen Wachstumsmodell. Was wir jetzt als nächstes machen werden, ist, dass wir das Gleichgewicht dieses Modells genauer charakterisieren und daraus eben dann auch die zentralen Schlussfolgerungen ableiten. Und die, die werden wir sehen, die sind stark, unterscheiden sich teilweise stark vom klassischen Conventional Wage Share Modell. Das heißt, jetzt diese zwei endogenen Variablen und die zwei neuen Modellgleichungen, die machen, was die Interpretation des Ganzen angeht, auch tatsächlich einen großen Unterschied.